Österreicherinnen und Österreicher werden im September zu Wort kommen, entlang der Frage, wer soll den Kurs unseres Landes weiter bestimmen. Über die nächsten Monate erwarte ich nichts anderes als eine Verwaltungsregierung, die sozusagen das Nötigste auf den Weg bringt. Aber ich erwarte mir auch, dass wir Druck aufbauen, dass wir endlich diese Chance nutzen, zu einer neuen politischen Kultur in diesem Land zu kommen. Zu einer Kultur der Transparenz, zu einer Kultur der Sauberkeit, zu einer Kultur, die Kontrolle sucht und nicht umgeht, zu einer Kultur, die es ausschließt, dass wir die Interessen von Spenderinnen und Spendern vertreten, anstatt die Interessen von den Österreicherinnen und Österreichern. Das ist unser Auftrag für die nächsten Monate. Das ist das, was wir den Menschen schuldig sind in unserem Land. Und das ist auch das, was Bundespräsident Van der Bellen gemeint hat, im Übrigen in Richtung aller Parteien, auch in Richtung von ÖVP, zu sagen, dass es jetzt darum geht, Verantwortung für das Land zu übernehmen, damit wir sagen können, so sind wir nicht, wir Österreicherinnen und Österreicher, so sind wir aber auch nicht als Politikerinnen und Politiker. Vielen Dank.